Da bin ich wieder. Guck mal, das hier, eine schöne Zünderkabinette. Die habe ich schon ganz lange. Die habe ich schon seit meinem ersten Lehrjahr, wo ich bei Meister Röhrig gearbeitet habe. Mit der bin ich immer zur Arbeit gefahren. Ich erzähle gleich noch mal eine Geschichte dazu. So, jetzt sind wir Gott sei Dank hier drin in der warmen Werkstatt. Ich habe da extra schön geheizt. Und hier kann ich das Moped ja ein bisschen besser erklären und die Geschichten erzählen. Draußen war das ja arschkalt. So, wo ich die Maschine her habe, ist schon interessant. Das war in meiner Lehrzeit. Da war ich gerade so im ersten Lehrjahr, vielleicht na, das erste halbe Jahr so. Und da war ich auf der Baustelle und da kam immer ein Maurer an. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Auf jeden Fall kam er mit dieser Maschine hier immer an. Bim, 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 kam er da an und dann hat er die schön abgestellt. Hier hinten war seine Aktentasche drauf. Da war seine Thermoskanne drin, seine Brotdose. Ja, und da habe ich die Maschine immer so bewundert. Da habe ich gedacht, Mensch, die ist ja klasse. Und irgendwann habe ich ihn mal angesprochen. Habe ich gefragt, Mensch, hier, wenn du die Maschine mal nicht mehr haben willst und so, das wäre doch was für mich. Da könnte ich dann schön mit zur Arbeit fahren. Mensch, sagt er, da hast du bei Glück, sagt er. Weißt was? Ich gehe in Rente, sagt er. 2 Monate noch, dann höre ich hier auf, dann ist Schicht im Schacht. Dann bin ich mir gemauert, dann sitze ich zu Hause bei Mutti, sagt er. So, da habe ich mich ja gefreut. Dann habe ich gesagt, ja, dann sag mal Bescheid, wenn das soweit ist. Und irgendwann tatsächlich hat er mich dann angerufen. Telefonnummer hat er ja gekriegt von mir. Dann sagt er, hier, was ist mit der Zunder ab? Kannst abholen. Ja, und ich dann dahin mit dem Fahrrad hingeradelt, erstmal alles klar gemacht und so. Und dann habe ich mir die nochmal angeguckt. Da habe ich mich ja gefreut. Und da war ja extra noch, das gab so einen Laden in der Roten Straße in Flensburg. Ein Zündapp-Geschäft. Das war sowieso so toll. Und da standen die ganzen Zündapps, die neuesten Modelle, immer schön im Schaufenster. Und da standen wir dann immer so und haben uns die schönen Maschinen angeguckt. Die sahen ja so toll aus. Zündapp, das war wirklich toll, da gab es eine goldene Zündapp, eine schwarze und alle so schön, wie neu waren die. Also das ist mir irgendwie eine Augenweide gewesen für mich. Dann klebten wir da mal am Schaufenster und haben uns die Maschinen angeguckt. Ja, aber jetzt sollte ich ja jetzt doch auch eine Maschine kriegen. Und er hatte diese Maschine bei diesem Antonio Christiansen, so hieß er, da hat er die Maschine nochmal zur Inspektion gebracht, bevor ich die kriegte. Da hat er eine neue Kette rauflegen lassen und da war die Zündung hat er nochmal neu gemacht und weiß was ich nicht alles. Auf jeden Fall war die in gutem Zustand. Die war natürlich auch schon so ein bisschen Patina gehabt. Da war die Maschine ja auch schon alt. Denn ich habe 1977 meine Lehre angefangen und die Maschine ist hier von 1963. Das ist das Modell 423. Zündapp Typ 423. Zündapp Superkombinette. Ja, dann musste ich mit ihm ja verhandeln, mit dem Maurer. Und dann hat er gesagt, was verdienst du denn im Monat? Ja, und ich mit meinen kläglichen 180 Mark waren das damals. Das war mein Gesellenlohn, hier Lehrlingslohn. Da hat er gesagt, pass mal auf, Junge, mach mir die Hälfte, hast du noch 90 für dich für deinen Monat? Und gibst mir 90 Euro, dann ist das klar. Nee, 90 Mark. Das wollen wir ja auch nicht vergessen. 90 Mark hat die gekostet, die Maschine. Ja, dann bin ich eine ganze Zeit lang immer damit gefahren, zur Arbeit gefahren. War ja auch immer viel so unterwegs. Bin ja nicht nur zur Arbeit gefahren, sondern ne, so auch zur Belustigung. Andere Freunde hatten ja auch schon Zündapps gehabt. Haben mir schöne Touren gemacht. Irgendwann ging der Motor mal am Arsch. Da war ja vorher ein Dreigang handgeschalteter Motor drin, deswegen ist hier noch die Handschaltung dran, Dreigang-Handschaltung. Und ich bekam diesen Motor hier, das ist nämlich ein Motor aus einer Zünderpfalkonette. Und der hat auch 50 Kubik, aber 4,8 PS und hat eine Fußschaltung.
Viergang Fuß geschaltet. Ganz toll. Und natürlich auch ein bisschen schneller fuhr die denn. Da habe ich hier noch einen anderen Tacho reingebaut, weil der andere, der ging nur bis 60 und der geht jetzt bis 100. Weil die lief nachher so 75, glaube ich, so ungefähr. Was ich noch ändern muss, ist ja hier der Auspuff. Das ist der Auspuff noch von der alten Zündapp. Da haben wir denn hier noch ein bisschen was umgeändert, damit er darauf passt. Eigentlich gehört hier ein dickerer Auspuff ran. Der würde dir wahrscheinlich noch besser laufen. Aber ich habe wirklich, muss ich sagen, viel mit dieser Maschine erlebt. Ich habe auch noch ein bisschen was an der Maschine verändert, so über die Jahre. Irgendwann habe ich mal, weil der Tank so ein bisschen rostig war, da gibt es ja so eine Tankbeschichtung, habe ich da reingemacht. Das wird dann so mit zwei Komponentenlack von innen schön beschichtet, dass das Benzin schön sauber bleibt. Früher hatte die Maschine hier Doppelstoßdämpfer gehabt. Deswegen sind hier zwei Halterungen noch dran. Aber die hatte ich nicht mehr und da habe ich, die waren so ausgeleiert. Und da habe ich hier die gefunden, die sind da dran, die sind schön stramm, kann man nehmen. Früher hatte die Maschine noch hier eine andere Sitzbank gehabt. Das habe ich auch noch geändert. Man sitzt so bequemer, ein bisschen weiter hinten. Weil ich auch einen anderen Lenker noch rangebaut habe. Der gefiel mir auch nicht. Der Originallenker ist nur so ganz schmal und klein. Aber ich dachte, ich müsste mal hier so einen großen Lenker ranbauen. Der ist auch noch verstellbar. Ja, und da gibt es doch noch mehr Geschichten. Eine Geschichte war auch lustig, da musste ich morgens auch ganz früh zur Arbeit. Und wo ich wohnte, das war der Friesische Berg. Das ist so eine Kopfsteinpflasterstraße. Die geht ganz steil runter. Und dann merkte ich mit einmal so, dass das tierisch glatt war. So Art Blitzeis. Und dann rollte ich so runter und bremste. Und der hörte überhaupt nicht auf. Die Räder, die schlitterten auf dem Kopfsteinpflaster. Und so bin ich praktisch so, wie jemand auf Gleitschuhen den Berg runterfährt, bin ich mit der Zündapp da runtergerutscht. Und dann sah ich so links und rechts auf den Bürgersteigen, da lagen schon die Leute und haben sich da rumgekugelt, weil sie alle auf die Fresse geflogen sind. Das war ganz schön witzig. Ja, einen Berg hoch kam ich damit dann auch nicht. Obwohl ich ja hier diese guten, dicken Reifen drauf habe hier. Mit Stollenprofil, aber das hat dann auch nichts gebracht. Im Winter Moped fahren ist auch nicht so lustig. Da kann man leicht mal auf die Fresse fliegen. Diese Maschine hier, das ist ja auch nicht meine erste Maschine, die ich hatte. Ich hatte ja immer schon Mopeds gehabt, vorher schon. Also das erste Moped, das war eine NSO Quickly. Die hatte ich mit zwei Schulkameraden zusammen. Die hatten für 9,99 Mark, haben wir die gekauft, die Maschine. Und da bin ich manchmal mit heimlich zur Schule gefahren. Das fand ich mir so aufregend. Morgens los, Schulranzel rauf. Und dann losgefahren. Und kurz vor der Schule, da war ja ein Friedhof. Und da habe ich die Maschine dann versteckt. In so einem Gebüsch. Da stand sie dann schön sicher, da hat die keiner gesehen. Und dann war ich in der Klasse drin. Und dann lief der Lehrer da so lang. Wer stinkt denn hier so nach Benzin? Ja, dann waren das meine Flossen, die so nach Benzin gestunken haben, weil ich wieder am Vergaser rumgefummelt habe. Dann hat er das wohl irgendwie mitgekriegt. Und hat mich dann verfolgt nach der Schule, wie ich dann wieder mit dem Moped losfahren wollte. Da hat er mich dann entlarvt. So, jetzt habe ich dich, Kerl, hat er gesagt. So. Ja, dann hat er mal meinen Eltern Bescheid gesagt und dann gab es eine Riesenwelle. Mensch, der Junge, der darf doch nicht mit dem Moped zur Schule fahren, geht doch nicht. Über die Jahre habe ich das so oft gemacht, dass immer so die Polizei mich nach Hause gebracht hat. Hier, ihr Sohn ist Moped gefahren. Und das hat sich so oft wiederholt, immer wieder. Da hat auch kein Teppichklopfer geholfen. Aber jedes Mal gab es mit dem Teppichklopfer schön den Arsch voll. Aber das hat mich nicht daran gehindert, Moped zu fahren. Irgendwie fand ich das ja wohl besser als alles andere. War echt mehr toll. Und jedes Mal kam die Polizei dann und hat mich dann wieder abgeliefert. Und mein Vater, nein, nicht schon wieder. Er kann es nicht lassen. Naja, irgendwann hatte ich dann ja auch mal einen Führerschein und dann durfte ich auch offiziell fahren. Aber die Maschinen, die ich dann hatte, die waren ja auch nicht so offiziell. Dann waren die zu schnell und darf mit so einem ja eigentlich nur 40 km/h fahren. Aber meine Dinger, die liefen ja auch so an die 100 ran. Da hatte ich dann große Motoren eingebaut. Ich habe eine Zündapp, die werdet ihr nachher nochmal sehen, mit einem Super-Therm-Motor.
So ein Fünfgang mit 6,3 PS und der dann in diese Kombinette rein, das war rattenscharfes Teil. Das schockte schon. Andere Leute so in der Berufsschule zum Beispiel, die hatten ja von ihren Eltern immer oder von Opa oder sonst irgendwo immer schöne nagelneue Maschinen geschenkt gekriegt. Ich war da ja nicht so. Mein Vater war ja auch nicht dafür, dass ich unbedingt Moped fahren sollte. Wurde nicht gefördert. Da war ich auch mal oft neidisch drauf, auf die Leute, die so eine schöne neue Zunaps hatten. Oder Kreidler oder so. Immer auf der Berufsschule so, auf dem Hof, da hat man sich dann schön unterhalten über die Maschinen. Aber ich hatte dann tatsächlich mal so ein Ding mit einem Superthermotor. Die waren genauso schnell wie so eine 6,3 PS Maschine. Da haben sie alle doof geguckt. Das ist nämlich gut, da fing ich an schon zu tunen und zu basteln. Kann man mal sehen, wie lange das schon her ist. Das war 1977. Irre. Und die habe ich immer noch, die Maschine. Jetzt hat sie natürlich schon ein bisschen Patina gekriegt, aber ich lasse sie auch so. Ich finde, die hat so viel zu erzählen, wenn ich die jetzt restaurieren würde. Die würde dann nicht schön aussehen. Die sieht ja dann aus wie jede andere. Und von den originalen Maschinen, da gibt es genug von. Aber so eine, die findet man nie wieder. Die hat was. Die ist richtig schön, ist die. Und die hat auch was ganz Besonderes erlebt, nämlich die hat die Tonaufnahmen für den Film. Live haben wir hier diese Maschine für die Tonaufnahmen genommen. Da haben wir eben noch den Auspuff abgebaut. Wir können uns das ja mal anhören, wie die Original, die Tonaufnahmen und hier Original jetzt noch einmal. Ich baue den Auspuff mal ab und dann lasse ich die mal laufen. Das ist bestimmt lustig. Ja, das war so der Originalsound aus dem Film. Ich wollte das ja nur mal so demonstrieren. Aber jetzt, wo ich dabei bin, kann ich ja gleich die neue Auspuffanlage anbauen. So, ich baue den Auspuff jetzt ab. Was ich so ein bisschen traurig finde eigentlich, weil der so schön dazu passt, von der Patina her. Aber da fällt mir, glaube ich, auch noch was ein. Ich finde das Endstück ja auch so wichtig, schön, wie das ausgeknaddelt ist und so. Das muss eigentlich wieder so sein. So. Das sieht doch gut aus, so, oder?
Ach, Herrje, jetzt ist das Fahrrad noch da. Das ist auch ein Projekt. Das muss ich noch fertig machen. Ist ein Kundenauftrag. Das ist ein Lastboy-Fahrrad. Und da kommt jetzt dieser Motor da rein. Das ist so ein Zubehörmotor. Den haben wir schon so ein bisschen installiert, Auspuffanlage gemacht, den Tank da hinten raufgebaut. Denn das ist ja viel wichtiger mit der Zündab, dass die wieder läuft. Und mal gucken, dass wir das hinkriegen. So, da fällt er auf jeden Fall nicht mehr ab, der Auspuff. Das sieht doch ganz sportlich aus. Passt doch. Und wisst ihr, wo ich den Auspuff her habe? Ich hatte ja mal einen Aufruf gestartet, hier könnten wir so Schrottteile vorbeibringen. Und da war doch ein netter Mensch, der brachte mir diesen, also wie eine göttliche Fügung, brachte er mir diesen Auspuff. Ich sag jetzt mal den Namen. Vielen Dank, Rainer Walter. Wir sehen uns ja nächste Woche. Der kommt wieder mit neuem Schrott. Hat er sich schon angekündigt. Da freue ich mich schon drauf. Und da kann man mal sehen, dass man doch alles wieder verwenden kann. Und die Kombinette freut sich. Und die Kombinette wird wahrscheinlich noch ein bisschen schneller fahren. Aber das wird sich zeigen. So, ich muss jetzt wieder löten hier. So. Guck, die läuft schon. Ja, der passt doch ganz gut. Der Sportauspuff. Ich muss mal sehen, dass ich den hier angezogen kriege. Also, Rainer Walter, vielen Dank. Das ist doch nur eine Augenweide, so ein schöner Auspuff. Jetzt freut die Maschine sich wieder. Endlich hat sie einen freien Auspuff. So ein Auspuff, der ist ja so, als ob man den Hals zugeschnürt kriegt. Dicker Zylinder drauf, dünner Auspuff ist doch scheiße. Ja, die Zündab-Kombinette, das ist ja die Maschine auch, mit der Werner in dem Film immer zur Arbeit gefahren ist. Und natürlich auch die Geschichte, wo Meister Röhricht rauskommt. Mit dem Anhänger und ihnen diesen Anhänger hier verpasst. Und genau das ist mir ja passiert. Da hatte ich gerade dieses Moped neu und da kommt er so auf die Idee, na, jetzt können wir ja ein Fuhrunternehmen aufmachen.
Ne? Der Herr Feldmann kann ja jetzt alleine los. Da hat er mir einen Anhänger verpasst. Sauerstoffflasche rauf, Heizkörper rauf und los. Ich sag, da muss noch eine Anhängerkupplung ran. Kannst du nicht einfach damit Draht. Wieso, sagt er, das geht? Da hat er ein Draht genommen, nimmt die Anhängerkupplung hier, legt das Ding hier rauf und tüdelt das da mit Schweißdraht fest. Wie so ein Irrer, wie so ein Geisteskranker. Und ich stehe daneben und guck mir das an. Ich sag, das kann doch nicht angehen. Und da ich ja nur noch Lehrling war, konnte ich da ja nichts gegen sagen. Ich musste los. Das war doch gefährlich. Und so eine Sauerstoffflasche, die wiegt ja auch nun mal nicht. So ohne. Ist doch schon ein bisschen schwerer. Und ein Heizkörper und was weiß ich nicht alles. Werkzeugkiste. Und der mit diesen eierigen Rädern. Das war früher Abenteuer, sowas. So, jetzt ist aber Feierabend hier. Jetzt habe ich auch genug gesabbelt. In der nächsten Folge machen wir auch Zündapp-Kombinette. Aber da werdet ihr mal die rattenscharfe, umgebaute Zündapp-Kombinette sehen. Mit einem 70 Kubik Zündapp KS50 Motor. Fünfgang. 6,3 PS. Auch mit 70 Kubik hat die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber die ist geil. Also, wie immer, abonnieren und die Glocke drücken. Nicht vergessen. Ich sag jetzt mal tschüss. Nonu, so früh noch? Ich glaube, ich muss ins Bett. Ich sag mal tschüss.